Hoi Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit mir, dem Warnikas und unserem Zuhause, dem schönsten Zuhause, das es gibt, mit immer noch der unfarmlichen Deckerbash. Schade, dass das mir aktuell sehr egal ist. Im letzten Part waren wir irgendwo da hinten, irgendwo in diese Richtung in einem Dungeon. Sind jetzt nicht mehr, finde ich gut. Wir haben mächtig viel Eisen mitgenommen. Wenn ich es gerade in meiner Box finde, da wunderbar. Und Kohle. Heute kümmern wir uns darum, dass das Eisen geschmolzen wird. Direkt danach beende ich den Part. Ich bin so böse. Natürlich nicht. Doch, ich bin böse, aber ich beende nicht direkt danach den Part. Das wäre blöd. So. Samen zum Einpflanzen. So. Wieder ein bisschen Eis kaputt machen. Weil es mir so gut gefällt. Ich liebe es, uns in einer Schneeregion zu bauen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Und da würde ich gerne jetzt einen Block drunter setzen. Bist du so freundlich? Ja, danke schön. Darf ich das gerne auch tun? Ach, übrigens, wenn ich gerade hier so gucke. Wenn ich hier so gucke, nee, dann fällt mir auf. Puh, das ist ein toller Umbuckis, was ich hier hingebaut habe. Oder? Ja, ich müsste beide entfernen, um es sinnvoll zu machen. Ich würde nämlich gerne ein Tor einbauen, so ein Gartentor. Und die Frage ist, wo? Wenn ich es jetzt hier reinpflanze, ist es total für den Hintern und sieht total blöd aus. Puh, dann halt keins. Nee. Dann gibt's gar keins. So, Punkt. Dann gibt's kein Gartentor, dann müssen wir ohne leben. Ich würde denke sagen, ich komme sehr gut damit klar. Denke sagen, würde getut, gewähren Tat. Getaten werden getut. Getuten werden getat. Eis. Fleisch, genau. Sand. Was machen wir eigentlich als nächstes? Mal überlegen. Gute Frage. Ich würde sagen, eigentlich die Plantage in Betrieb nehmen. Das wäre super. Dafür muss ich schnell aber was basteln. Ein kleines Spielzeug. Ohne das kann ich meine Plantage nicht in Betrieb nehmen. Ha, eine Steinfeldhacke. Yay. So. Ich will gerade durch das Wasser hin machen. Ich würde sagen, an den Rand. So, der Rand wird mit Wasser gefüllt. So, bitte Dreck rein. Ich frage mich gerade, wie weit ist die Reichweite war. Ich mache einfach drei Felder und dann mache ich wieder eins. Oder vier. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher, wie die Reichweite von Wasser war, wenn es um Felder geht. Das heißt, hier Platz, dann da eins hin. Sehr gut. Diesen Punkt habe ich sehr gut mitgedacht. Wie ihr seht. Ausnahmsweise. Ist gut mitgedacht. Was jetzt auch ein Problem ist, ich muss das ganze Teil, ihr seht, mit Fackeln. Das wird mir eigentlich gar nicht gut. Fällt mir wirklich nicht gut. Also das fällt direkt wieder ein und das ist blöd. Denn direkt einfrieren das Wasser bringt uns nichts. Bescheuert. So. Rein mit dir in den Kanal. Wenn du uns einfrierst, weißt du Bescheid, was mit dir passiert, oder? Es gibt ganz ehrlich Leute, die haben mit dieser Musik gerechnet und also so eine Person. Ich brauche meinen Wassereimer.
Ach, sag mal, Arsch. Ach, Mann. So. Ach so. Dann kriege ich immer Zweierfelder, wenn ich jetzt noch Fackeln aufrüsten muss. Na dann. Ist ja nur für die Tatsache, dass ich zu faul bin zu jagen. Oder besser gesagt, dass ich keine Lust habe zu jagen. So, ganz viele Fackeln. Wir brauchen einige. Wobei die Frage ist, ob sich's lohnt, so viel mit Fackeln rumzuspielen, wenn wir noch nicht wirklich genug Samen haben zum Bauen. Was ist die gute Frage an dieser Stelle? Dann wäre der Weg hier so gebaut. In die Mitte kommt natürlich nichts. Nur links und rechts. Das würde ungefähr so aussehen. Und ich sag's mal so, für meine Zwecke reicht das auch vollkommen. Also ich brauche hier wirklich nur Brot zum Essen. So, was ich auch noch anbauen will, ist Zuckerrohr. Frage ist, wo baue ich Zuckerrohr für mich an? Na, ja, das kann ich mal anders machen. Ich habe keinen Dreck mehr, oder? Nur aber 12 Trilliarden Bretter. Gut. Gut zu wissen. 12 Trilliarden Bretter und kein Dreck. Oh, Kies. Hab ich bestimmt schon genug. Aber das Stein. Stein ist nicht schön. Ich brauch Dreck. Und zwar nicht gerade wenig. Das Lied geht übrigens 8 Minuten und andere und so weiter, deswegen habe ich es heute mal weiter gedrückt. Auch wenn ich es so. Ich könnte es eine komplette Folge lang hören, könnte man sagen. Aktuell tun sich mich nur für Sand, für Dreck und so. Boah, Dreck machen! So. Apropos, jetzt wo wir Kies haben. Blop, blop, blop. Blop, blop. Hi. So. Sehr schön. Danke, liebe Fackeln, fürs Schmelzen. Ihr seid sehr gut. So. Alles zerstören. Blub, blub. Jetzt kann ich eigentlich die Fackeln machen lassen. Ich selbst interessiert ja nur das hier. Sehr gut. Sand muss auch weg. Sand. Auf Sand kann man nicht lustig. Hebt mich doch hinten rum, ihr Lieben. Bei Gelegenheit zeige ich sogar wo. Na, lauf du mal, hä? Hä? Gleich verbrennst der Kollege. Tu das, was du am besten kannst, mir nicht auf die Nerven gehen. Ich hoffe, dass es seine beste Eigenschaft ist, mir nicht auf die Nerven zu gehen. Oh, da habe ich ja noch eine Schaufel. Sehr gut. Und zwei neue Fackeln. Yay! Zack, zack, zack. Hm.
Ich mag hier. So. Und weg mit dem ollen Zeug. Sehr gut. Was wollte ich machen? Da mein Name. Ich wollte mit Arma arbeiten. Mich um die Gegend aufzufüllen. Yay. Hier fehlt eindeutig Dreck. Sehr gut. Und da hinten fehlt auch eindeutig Zeug. So. Oh! Ob das hilft? Ich habe erstmal 6 Dollar rein. So. Das mache ich jetzt da drüben auch. Dann weiß ich, wie ich das hier aus... Oh, benutze. Das wird meine... Bambusplantage. Yay, Bambusplantage. So viel Bambus werde ich nie brauchen, aber egal, ich pflanze ihn an. Sehr gut. Jetzt pass auch, wenn ich da was. Wenn ich da jetzt ein Loch reinjage. Hui. Und da fülle ich jetzt mit Kies auf. Und meinem Eimer. Ey. Ich möchte meinen Eimer nicht verlieren. Ich mag meinen Eimer. Ich habe schon einen Nicknamen gegeben. Zum großen Namen. So, sehr gut. Ich finde es übrigens voll jetzt nicht mehr, wenn ich die Haustür rausgehe, ins Wasser zu fallen. Könnte irgendwann ungesund werden. Ein Gartentor wollte ich mir bauen. Das brauche ich jetzt. 1, 2, 3, 4. 4 brauche ich da, glaube ich. 4. 4 Stöckchen. Und Holz. 2, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Yay, ein Zauntor. Ich war sehr erfolgreich und habe mir ein Zauntor hergestellt. Zack! Yay! Yay! Mein Zauntor! Ich habe Lust auf noch einen Dungeon. Vielleicht gehen wir jetzt noch einen. Vielleicht suche ich mir jetzt. Nee, die geht die Kohle nicht aus. Sehr gut! Alles klar, wir nehmen jetzt unser Zeug mit und gehen in eine Dungeon. Sehr gut. Du kannst da bleiben. Ich habe alles dabei, was ich brauche, oder? Righty right. Nein, kein Essen. Doch, natürlich habe ich Essen. Bin ich dumm? Ja. Trotzdem. So. Auf in einen Dungeon. Hurra! In einen Dungeon Heldentaten erleben, erleben, erleben in dies Löchchen da rein und geht's euch suchen. Wir hören schon Zombies. Das macht uns nichts aus. Wir machen unseren Spaß draus und gehen rein in das Höhlchen. Ich find den ehrlichen Eingang nicht auf Anhieb. Find ich blöd. Oh, da ist Rohstoff. Hier kann ein Netherstone. Vermutlich aber Diamant. Als Grundschritt. Also, unser erstes Ziel ist es, in den Nether zu kommen. Genau.
Und wenn wir im Nether waren und uns dann mit dem Netherstein ein paar tolle Sachen gemacht haben, suchen wir uns das nächste Ziel. Also aktuell, Ziel 1, Nether. Gut. Gehen wir jetzt auf die Suche nach Diamanten, um uns eine Diamantspitzhacke zu erstellen. Und ich nehme natürlich alles Kohle mit, das ich sehe. Ich könnte auch noch theoretisch ein bisschen TNT geben und in die Luft jagen, aber... Da gehen Rohstoffe verloren. Gefällt mir nicht. Versuche nach Stein, klar, aber... Nicht, wenn ich Rohstoffe suche. So. Diamant ist in den tiefen Tiefen. Also müssen wir tief runter. Klingt verdammt logisch. Oh, wir sehen eine tiefe Tiefe, in der wir noch nicht waren. Yay, Lapis Lazuli. Ui. Wie tief sind wir eigentlich? 25. Ich muss gerade die Zahl suchen. Oh, Wasser, 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 Wasser. Gold, 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 Gold. Ich würde gerne die Wasserfälle blockieren. Oder die Wasserzufuhr. Und natürlich auch ein bisschen Licht machen. Ein bisschen Licht machen ist manchmal komplizierter, als man denkt. Nur das Drecksteil ist auch noch ins Botenzufluss. Boah. Ich mach dich auch leer. Dann kennst du mal gucken, wo du hingehst. So. Denkst du nicht, dass das Wasser jetzt schon ablaufen dürfte, aber... Mit Glück nervt sie nicht mehr so toll. Ne, Luft nicht ab. Wo mich Wasser nicht noch nie genervt hat. Ich bin ziemlicher Wasserfreund. Ich spiele auch gerne mit Wasser rum. Also auch wenn ich jetzt irgendwas Besonderes mache, dann... Und es ist Wasser im Spiel, dann... Ne, ist ein bisschen ab und zu übertrieben. Ich zum Beispiel halbe Gegend überschwemmen und so ein tierisch toll finde. Ich glaube auch, dass es gut aussieht. Ha! Ich war viel toller. Hoffentlich ist hier drunter etwas. Garantiert nicht. Sieht mir aus. Hi. Sag wenigstens Hallo, bevor du mich umbringen willst. Finde ich lustig. Oder sehr höflich von dir. So, Und dann, ne? Volle Pfund aufs Maul, das ist nicht gut. Nee, 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 nee. Oh, auch von einem sehr schönen Spiel, was ich gerne mal spielen würde. Wind Waker. Ich hab's, klar, aber... Let's Play ist eine andere Geschichte. Wenn ich mir, auch wenn ich einen Crabber habe, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ich mich ganz doll gefreut. Und ja, mir fehlen, glaube ich, die Kabel. Ich möchte hier noch mal die ganzen Kabel, die mir gefehlt haben. Und natürlich das passende Fernsehgerät. Weil mit meinem geht's nicht. Ich habe nicht nur einen Anschluss, nicht zwei. Guck mal. Langweilig. Denkt sich so, bäh. Gebe ich ihm schon Bescheid, dass er runterkommen kann und dann kommt doch nicht der Olle. Nun, das ganze Eisen könnte ich übrigens für Werkzeuge nehmen, oder? Für Schienen. Schienen wäre eine richtig gute Idee. Könnte ich mich nämlich in den Himmel bauen. Brauche ich aber auch viel Gold, um die Power Rails zu machen. Hm. Wir brauchen Let's Do. Das muss ich erstmal finden, das Redstone. Ach ja. Wie es mir egal ist, was schlechter LP-Stil ist, ob man mitsingt oder nicht. Ich habe meinen eigenen Stil, mir nicht gefällt. Hi. Ja, zudem sag ich mal Hallo. So, hi.
könnte man das Piss nicht. Lass ich mich leicht ab. Nein. 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 Ja. Genau, jag dich in die Luft, auch wenn ich nichts dafür kann. Holla, Babsack. Hi. Herzlich willkommen auf der Lava-Ebene. Hey, Lava. Auch bekannt für die Ebene, wo anfängt Diamant zu kommen. Oder wo ich gerne Diamant finde. Häufig. Am häufigsten wirklich hier. Ich werde mir jetzt einfach mal straight in irgendeine Richtung graben auf dieser Ebene und schauen, ob ich irgendwann Diamanten finde. Wenn nicht, dann einfach nicht. Wäre blöd, wenn nicht. Und Redstone. Hallo, Redstone. Ich habe dich vermisst. Lange nicht mehr gesehen. Und Eisen. Das habe ich so ein bisschen teilweise. Nicht so ganz so toll wie das Redstone. So. In von Lava brauche ich natürlich keine Fackeln. Ist doch logisch. Ist viel zu hell. Noch mehr Redstone. Da freue ich mich aber. Jetzt tut mir die Hand weh. Warum auch immer. Wahrscheinlich im ganzen Scrollen. Von die ganze Gestrolle. In die Schatt. Nicht in die Schatt. In die Items von der Mine Craft. Oder einfach nur eine ungünstige Handposition. Ich meine, wenn man die ganze Zeit... Wenn die größte Aktivität heute war, wirklich die Maus zu bewegen die ganze Zeit, weil man ein paar Fälle editiert oder ein bisschen was umbaut, nee. Oder sein Minecraft-Avatar ein bisschen ändern will, nee. Wie auch wieder Pixelarbeit macht. Du bist auch nur Lapis-Lazuli, oder? Boah. Ich hätte mich gefreut, wärst du Diamant. Ich kenne nur zwei Sinne mit Lapis-Lazuli. Das eine ist Wolle blau färben. Und das andere... Oh, das ist ein Diamant. Das ist ein Diamant. Ja. Wenn wir jetzt drei Stück haben, können wir schon ziemlich bald einen Nether. Nein, nein. Ein Diamant. Da ist er. Einer. Noch zwei weitere und wir können schon in den Nether. Ich brauche nämlich eine Diamant-Spitzhacke. Und dafür brauche ich drei Diamanten. Klingt komisch. Ist aber so. Zwei habe ich. Mit zwei lässt sich ziemlich gut leben. Ja, einen habe ich. Einer ist ein guter Start. Ich suche es einfach mal auf der Lava-Ebene ein bisschen rum. Rotstein! Das wäre doch eigentlich die akkurate Übersetzung von Redstone. Rotstein. Heißt aber wirklich auch im Deutsch klein, ne? Eisenspitzhacke, Kohle, Lapislazuli, Steak, Redstone. Fett! Ich glaube, die Logik dahinter muss man nicht hinterfragen. Also, wir suchen jetzt uns mal in dieser Richtung nach. Redstone! Nein. Nach. Diamanten. Genau. Kündig groß an, was du vorhast, und dann vergiss es einfach. Mach's am besten genauso. Sag groß, ist er jetzt auf der Suche nach das hier? Vergiss einfach, was ihr gesucht habt. Spontan. Am besten. Spontan ist immer noch am besten. Deswegen bin ich auch der König der Verpeiltheit. Da kann die Sven noch so lange sagen, dass es nicht ist. Ich bin's. Dum, 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 dum. Ich bin mal interessiert, wenn ich nicht an sich anfange, bei mir die Lieder zu wiederholen. So. Ich muss doch eigentlich merken, wann es anfängt, oder? Ich dachte, so schwarz sein könnte, Wiederholungen ausmachen.
Oh, ich glaube, die Playlist ist durch. Oh. Das heißt auch, ich komme langsam zum Ende. Ich höre mir immer eine Playlist an und dann mache ich langsam Ende. Ich kann ja mal zum Spaß. Vielleicht kommt sie irgendwann. Na gut, wir sind schon an der Lava vorbei. Hier kommt irgendwann Minecraft-Musik, wer weiß. Nö, jetzt ist mein Spitzhacke kaputt, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt gehe ich, renne ich dahinter. Yay! So, hier sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich baue jetzt einen Ofen, schmelze alles an, was ich habe, mache mir neue Werkzeuge und... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Auf der Suche nach Diamant für den Nether, denn das ist unser Ziel. Bis zum nächsten Mal! Jetzt da ist schon unser Haus. Kam es also in die Richtung von unserem Haus? Ziemlich interessant. Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!